Hallo meine lieben Freunde, hier ist der Rainer Tirtler. Ich habe mich entschieden, ein kurzes Video aufzunehmen zum Thema Russland-Ukraine-Konflikt. Und keine Bedenken, mach dir keine Sorgen, ich werde nicht auf die Sache politisch eingehen und auch nicht eingehen darauf, was meine persönliche Meinung und Überzeugung ist, die sehr, sehr klar ist. Und ich möchte jetzt auch nicht darauf eingehen, ob ich irgendeine prophetische Sicht von der Sache habe. Gar nicht. Sondern ich möchte einfach darauf eingehen, wie wir dafür beten sollen. Warum? Einfach, weil ich in den letzten Tagen so viele Nachrichten bekommen habe, die mich darum gebeten haben. Rainer, wie siehst du das? Wie sollen wir dafür beten? Was sollen wir tun? Wie sollen wir uns positionieren? Also habe ich mich entschieden, meine persönliche Ansicht und meine Meinung darzustellen. Und ich möchte klar feststellen, das ist meine Ansicht und das ist meine persönliche Meinung und meine Erkenntnis auch vom Gebet, wie es im neuen Bund stattfinden soll. Mir ist völlig klar, dass seit, ich weiß nicht, Jahrzehnten, Jahrhunderten, wie lange 2. Chronik 7, Vers 14 verwendet wurde, um auf Notsituationen reagieren. Wir sahen das bei Covid. Als Covid die Welt ergriff, haben sich alle zusammengetan und basiert auf 2. Chronik 7, Vers 14, aufgerufen zum Gebet, wenn mein Volk, welches bei meinem Namen genannt wird, sich demütigt und betet und umkehrt von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihr Land heilen. Ich habe das auch sehr, sehr stark geglaubt und vertreten vor, ich denke mal, 30, 35 Jahren. Vielleicht sogar etwas kürzer. Ganz klar. Nur nachdem ich verstanden habe, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen dem Neuen und dem Alten Bund, war mir klar, dass diese Bibelstelle nichts zu suchen hat im Leben eines Christen im Neuen Bund. Warum? Erstens, Gott spricht nicht zu uns, sondern zum Volk Israel. Zweitens, was Gott sagt, ist ganz klar auf den Alten Bund basiert. Ihr tut Böses, dann kommt Böses auf euch zu. Wenn ihr umkehrt und mich bittet, werde ich das abwenden. Wir leben weder in diesem Bund, noch ist es dabei, irgendetwas zu verändern, indem wir Gott versuchen zu überzeugen, doch einzugreifen und etwas zu tun. Und wenn wir dieses Verständnis mal haben, dann merken wir, dass nicht Gott in die Schuhe geschoben werden kann, was auf dieser Welt geschieht. Dann merken wir auch, dass Gott nicht überzeugt werden braucht von irgendetwas. Für mein Verständnis ist es ganz klipp und klar, und wir haben das auch gesehen, der Coronavirus und der Aufruf von 2. Chronik 7, Vers 14, die Dinge wurden alle dann schlimmer. Schlimmer. Und für mich war es eine traurige Sache, wie wir Christen eigentlich jetzt dagestanden sind, hier in Brasilien zum Beispiel, wie wir plötzlich von der Welt verlacht wurden. Ihr betet, ihr fastet, ihr demütigt euch, ihr tut alles, was ihr sagt, dass ihr tun müsst, um dass euer Land geheilt wird. Es wird schlimmer. Und das hat mich persönlich traurig gemacht. Wir reden sehr viel von Fürbitte. Wir haben aber im Neuen Testament keine Anweisung dafür, außer eine einzige Bibelstelle im Timotheus. Und für mich ist es auch klar, von der Auslegung der Bibel her, vom Verständnis der Bibel, man kann keine Doktrin auf eine isolierte Bibelstelle aufbauen. Das kann man nicht tun. Und die einzige Anweisung zur Fürbitte für die Obrigkeit, die finden wir von Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Wiederum, diese Bibelstelle steht da völlig klar, nur sie ist eine einzige isolierte Aussage der Bibel und für mich ist es einfach so, ich kann keine Doktrin aufbauen auf eine isolierte Aussage. Denn wenn ich diese eine isolierte Aussage missverstehe, habe ich eine Doktrin aufgebaut, die auseinanderfällt. Von mir aus ist es mir persönlich klar geworden, die Erde wurde dem Menschen übergeben. Die gehört nicht dem Teufel und die gehört auch nicht Gott. Er ist zwar der Besitzer von allen Dingen, aber er hat sie uns Menschen übergeben. Da der Mensch die Herrschaft über diese Erde hat, die ihm nie genommen wurde, auch nicht durch die Sünde, die hat er immer noch. Da der Mensch die Herrschaft über diese Erde hat, ist der Mensch verantwortlich für das, was er hier auf der Erde tut. Und irgendwann wird Jesus diese Sache lösen, indem er hier kommt und sein wunderbares Reich aufbauen wird, wo wir mit ihm dann herrschen und regieren können. Aber bis zu diesem Augenblick ist die Welt dem Menschen übergeben. Und da gibt es böse Menschen, die böse Dinge tun. Satan ist nicht der Gott dieser Welt in dem Sinne, dass er die Welt dominiert und kontrolliert. Sondern Satan kann auf dieser Welt nur tun, wo er Menschen findet, die seine Gedanken und seine Werke ausüben. Und offensichtlich hat er das zurzeit gefunden. Mir ist völlig klar, dass was hier geschieht ist böse, der Krieg ist furchtbar, ist mir alles klar. Nur ich kann nicht von meinem biblischen Verständnis
Gott anflehen und Gott bitten, das übernatürlich einzugreifen, weil was hier geschieht, hat nichts mit dem Volk Gottes zu tun, sondern es ist eine Nation, ein Aggressor, der ein anderes Land in einem anderen Land einmarschiert ist. Wie sollen wir uns positionieren? Erstens, wir sollen Gott bitten, dass wie paulistischen Gebete, die Gebete vom Apostel Paulus, ich muss wieder Deutsch lernen, wir sollen Gott bitten, dass wie Paulus gebetet hat, dass sein Volk erfüllt wird mit der Weisheit und der Kenntnis seines Willens. Epheser 1 und Kolosser 1 Gebete, das sollen wir bitten. Was haben die Apostel gemacht in Verfolgung, als sie geschlagen wurden? Herr, sieh doch an ihr Thron und lass deine Diener mit Kühnheit erfüllt sein durch das Ausstrecken deines mächtigen Handes und Zeichen und Wunder. Und der Platz wurde erschüttert. Da war nicht wochenlang, monatelang Fürbitte, sondern da war einfach ein sich positionieren. Wir sind der Schlüssel und die Antwort auf dieses Problem. Und sie gingen hinaus und predigten das Evangelium mit Kraft und in Vollmacht. Und von meinem Verständnis, was wir tun sollen, für das Volk Gottes einzustehen, dass sie erfüllt werden mit allem, was Gott hat, dass sie das ergreifen können, dass die Weisheit und Erkenntnis ihnen aufsteigen möge und dass sie als Volk Gottes verstehen, wir sind mitten in diesem furchtbaren Zustand. Lebt Christus in uns? Haben wir die Herrlichkeit? Können wir die Verheißung in Anspruch nehmen? Und können wir auch hier beweisen, dass Jesus Christus durch uns, durch sein Volk, durch seine Gemeinde reagiert? Also von meinem Verständnis her, die apostolischen Gebete für die Gemeinde zu beten, so liegen wir immer richtig. Und zu deklarieren. Natürlich immer, wir müssen vom Heiligen Geist geleitet werden. Lassen wir uns vom Heiligen Geist leiten und sprechen wir die Deklarationen, die Dekrete aus, die er uns gibt. Anstatt irgendwo einfach auf irgendwelche altbündlichen Bibelstellen versuchen, Gott zu bestürmen, um einzugreifen und die Lage zu verändern. Gott braucht von nichts überzeugt werden. Wir müssen überzeugt werden. Und wenn der Herr dich in die Ukraine schickt, dann geh. Wenn der Herr die Dekrete aufs Herz legt, um sie klar zu deklarieren, dann tu das. Lernen wir uns doch vom Geist Gottes leiten zu lassen. Das ist meine persönliche Haltung, das ist mein persönliches Verständnis. Und ein letztes noch, von meinem Verständnis her, jeder, der Gott um irgendetwas bittet, betrifft diesen Ukraine-Krieg, der nicht persönlich bereit ist, dorthin zu gehen und die Kraft und die Herrlichkeit Gottes zu verbreiten, nach meinem persönlichen Verständnis, nach meiner Überzeugung, ist das Heuchelei. Denn es ist leicht, in meinem Zimmer mich einzusperren und Gott zu beflehen, dort was zu tun, aber nicht bereit sein, dorthin zu gehen und mein Leben niederzulegen für meine Brüder und für meine Schwester. Geliebten, liebt doch mit Worte und nicht mit Tat. Derjenige, der sagt, er liebt Gott, aber nicht seinen Bruder liebt, ist ein Lügner. Denn wie kannst du Gott lieben, den du nicht siehst, aber den Bruder nicht lieben, den du nicht siehst? Liebe ist darin, dass wir bereit sind, unser Leben niederzulegen für unsere Brüder. Wenn der Herr zu mir sagt, geh in die Ukraine, sitze ich im nächsten Flieger. Das ist meine persönliche Position und das ist meine persönliche Haltung. Meine lieben Freunde, die Antwort auf das Chaos in dieser Welt heißt, die Söhne Gottes, die sich erheben und die offenbar werden, um zu zeigen, dass wir sind diejenigen, die die Herrschaft über die Erde bekommen haben. Ich danke euch, dieses Video anzuschauen und ich hoffe, dass ihr darin irgendetwas finden könnt, was euch auch anspricht. Solltet ihr nicht mit einstimmen, dann möchte ich euch ganz einfach bitten, dass ihr eurer Meinung und eurer Überzeugung treu bleibt, dass wir einander lieben und schätzen. Jeder, der eine andere Meinung hat, den akzeptiere ich, respektiere ich, liebe ich und schätze ich. Aber ich wollte eben hier mal mein Verständnis und meine Ansicht kundtun. Herzlichen Dank. Tschüss.